Zombie Apocalypse. Puh. So, hier haben wir was. Stellen wir mal ein bisschen drauf. Sind mal lockere 14,5 Kilo. Jetzt weiß ich nicht, mit Verpackung oder ohne Verpackung. Aber mal durchschnaufen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Spaßvideo. Diesmal darf, kann und muss ich hier einen Scooter auspacken. Der geht nämlich noch so ein bisschen auf Reisen. Da haben wir den, was haben wir denn hier überhaupt? SoFlow S03 Gen2 E-Scooter. Und das andere ist irgendwo eine Nummer. Der wiegt hier, wie gesagt, 14,5 Kilo. Hat hier eine Reichweite von, ich sage mal, bis zu 30 Kilometer. Höchstgeschwindigkeit 20 km/h. Mal sehen, ob da noch ein bisschen Toleranz mit drin ist. Was hat er hier noch? Luftreifen hat er. Vorne eine Scheibenbremse, hinten, wie heißt das hier? Motorbremse irgendwie. Was haben wir hier erstmal noch? Weiß ich nicht, aber das werden wir ja sehen. Packen wir aus. Ich habe das Ding ja selber noch nicht gesehen. Und dann machen wir das gute Stück hier einfach mal auf. Und gucken wir mal. Oh Mann. Also hat natürlich auch hier eine Straßenzulassung, ist ja klar, für Deutschland. Kennzeichen ist noch nicht da. Deshalb kann ich auch erstmal keinen Fahrtest machen. Da hoffe ich, dass ich das Ding irgendwie nochmal wieder kriege, damit ich das machen kann. Dann haben wir auf jeden Fall nochmal einen zweiten Teil, weil das interessiert mich ja jetzt auch mal wirklich. Selber habe ich ja den Legion. Ach, Karton im Karton. Schon mal sehr schön. Das Messer heben wir mal lieber noch mal ein bisschen auf, falls wir es noch mal brauchen. So, mal sehen, ob ich es jetzt hier rauskriege. Ja, sind ja nur 14 Kilo. Leute. So. Weg damit. So, da haben wir Karton im Karton. Also ich finde, sieht ja eigentlich schon mal ganz gut aus. Kann man hier auch irgendwas lesen. Ja, SoFlow sieht aus wie ein Container, schon mal cool. Also von der Optik her, hier nochmal zweite Generation S03. Also von der Verpackung sieht schon mal richtig cool aus. Hat irgendwie was so vorne, hinten. Ja, hinten steht das gleiche drauf. Und jetzt machen wir das gute Stück mal auf. Mal sehen, inwiefern hier alles bei ist, was man braucht. So, dann blickt mir ja schon mal, ja, da sehe ich also schon mal, Werkzeug ist bei, ja, ein komischer Imbus, hier nochmal als, wie so ein Schraubendreher, Schraubenzieher darf man ja heutzutage ja nicht mehr sagen, sondern Schraubendreher, ich weiß nicht, ob die Kamera das hier so ein bisschen auffasst, also die Schrauben. Ist nicht Imbus, nee, das ist hier bestimmt, ja, sieht ganz danach aus. Für das Nummernschild, also Versicherungsplakette, was man ja haben sollte, ne? Also für die, die immer legal unterwegs sind. Na, dann schmeißen wir mal Styropor weg. Also ist ja schon mal super eingepackt. Ist hier irgendwas drin? Nee. Weg. Noch mehr Styropor, ist da irgendwas drin? Ja, hier ist was. Please remove. Hier, ein bisschen was in Englisch. Super. Müssen wir aufheben. Weg damit. Brauchen wir auch nicht. Das Werkzeug packen wir beiseite. Machen wir mal hier. Und dann können wir den eigentlich. Ne, das nehmen wir da auch noch mal raus. Ich glaube mal hier haben wir das Ladeteil. Ist auch, wenn ich es jetzt richtig kurz gelesen habe, 350 Watt Motor. Bürstenlos, sagt man ja eine A7. Also Laderücken, ja toll. Sieht ja schon fast aus wie beim Laptop, Notebook. Gehen wir auch auf, brauchen wir ja. Aufladen muss ich es ja auch noch. So, dann hoffe ich mal, dass wir den jetzt hier so ein bisschen rauskriegen. So, können wir den gleich so hinstellen oder fällt er um? Ne, den können wir mal so hinstellen. Was haben wir noch? Die ganzen Unterlagen. Mehr haben wir hier am Karton nicht. Ist also leer. Können wir beiseite stellen. Ach ne, können wir ja lassen. Hier so ein bisschen Werbung. Kann ja nicht schaden. So, dann haben wir ja hier schon mal alles, was wir brauchen. Ein Handbuch, was steht hier gerade? SoFlow S03, zweite Generation S03. Also der gibt auch noch eine Pro-Version. So sehr kenne ich mich ja mit Scooter nicht aus. Da kann ich euch jetzt leider nicht sagen, wo da der Unterschied sein sollte zwischen normal und Pro. Gut, müssen wir ja aufheben. Und dann haben wir auf jeden Fall alles, was wir hier brauchen für das Kennzeichen. Na, die Daten muss ich euch jetzt nicht zeigen. Hier gibt es noch, ja, so kann man es ja auf jeden Fall nochmal machen. Hier, dazu gibt es nochmal eine App. Ich gehe jetzt mal davon aus für Android und iPhone. Also habe ich zumindest gelesen, da gibt es eine App. Ich hoffe mal, den kann man auch ohne App benutzen. Also wieder aufheben, ganz wichtig. So, dann muss ich euch, glaube ich, jetzt hier so ein bisschen runterbiegen. Ne, warte mal, ich kann den ja hier oben hinstellen. Machen wir nämlich so. Können wir das gute Stück mal ein bisschen sehen. Ja, so passt da. Also haben wir schon mal Tüte drum. Was ja. Ich sehe schon, also hier muss man ja alles wieder zusammenpopeln. Dann nehmen wir das mal raus. Oh, sieht aber schon mal ganz gut aus. Kriegen wir das so einfach ab? Ja, kriegen wir einfach ab. Ja, da sehe ich jetzt auch schon den Lenker. So, also hier haben wir schon mal einen Lenker. Die brauchen wir ja nicht. Der hat, also ich mache das mal so rum. Der hat auch hier Daumengas. Achso, Blinker soll er haben. Ja, genau. Also wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, sind da auch noch... Ja, Tatsache. Sind keine Schutzkappen, sind Blinker. Bin mal gespannt, wie hell das ist. Dann haben wir ja hier vorne das normale Licht und einen Reflektor. Kann immer nicht schaden, falls das Licht mal nicht geht, wird man zumindest hier sehen. Und... Deutschland zugelassene Klingel. So, das brauchen wir ja definitiv. Ist da irgendwas drin? Ja, hier müssen wir ja irgendwas machen. Ja, also hier müssen wir auf jeden Fall ein bisschen zusammenstecken. Hier kickt schon was raus. Dann geht man davon aus, das mit den Schrauben war ja bestimmt nicht nur für Kennzeichen. Oder sind da auch noch Schrauben für Dings bei gewesen? Jo, dann klappen wir das Ding mal auf. Da haben wir, müssen wir ja hier, also wenn ich das jetzt richtig sehe, das Schutzblech hier müssen runterdrücken und, ja genau, macht da. Und dann können wir den gleich, das geht aber leicht. Und wie kriegt man das hier wieder raus? Also der lässt sich ja, wenn ihr das jetzt hier irgendwie seht, ich mach's gleich nochmal am Nahen, ziemlich einfach aufklappen. Eigentlich nur hochdrücken. Na, ich glaube, ich muss das gleich runterstellen. Dann stellen wir die Kamera noch so ein bisschen um, weil so rutscht er mir runter. Das machen wir gleich mal. Dann tut das Stück mal weg. So, dann zoomen wir euch mal hier noch mal so ein bisschen ran und ein bisschen runter, dass wir hier noch so ein bisschen was sehen können. Machen wir einfach. So, also hier in das Beutelchen ist schon mal die, wie gesagt, hier diese Versicherungsplakettenhalterung. Da waren 4 Schrauben drin. Mann, die sind aber hier verdammt klein. Die brauche ich für die Plakette. Und hier habe ich noch 2 Schrauben, um den Griff hier festzumachen. Das machen wir jetzt einfach mal. Dazu müssen wir ja, kann man das überhaupt sehen? Ja, zumindest ist es nicht rot. Hier ist so eine kleine Einkerbung. Klick hat sie gemacht. So, höhenverstellbar scheint da ja nicht zu sein. Jetzt hier ein bisschen rindrücken. Ja, und hier wieder auch im Lenker selber. Naja. So. Gut. Wo sind die Löcher? Machen wir gleich mal fest. Wir haben ja hier so super Werkzeug mit dazu gekriegt. Also lässt sich ja schon mal, ja, ich würde jetzt mal behaupten, leicht aufbauen. Ist jetzt nicht kompliziert, weil 2 Schrauben für die Lenkstange hier, also um den Lenker festzumachen, da durfte jeder hinkriegen. Werkzeug ist bei, schon mal top. So, den jetzt auch. Na, so. So lang war ja die Schraube ja, ne? Und wie immer aufpassen. Nach fest kommt immer ab. So, daran machen. So, jetzt müssen wir ja noch die Bremse hier rein friemeln. Dann kann man das ja noch mal ein bisschen umstellen. Das ist aber ziemlich leicht. Friemeln wir das jetzt noch mal um, wenn ihr das hier so sehen könnt. Wir haben ja jetzt hier die Bremse. Also wir haben ja auch nur eine Bremse, sehe ich gerade. Da müssen wir das jetzt wahrscheinlich noch mal ein bisschen so machen. Ja? Also wenn wir den Griff jetzt hier, die Bremse mal kurz ziehen, dann sehen wir ja hier, also falls ihr das jetzt hier überhaupt sehen könnt, hier mein Zeigefinger, das kleine Loch. Dann drücken wir das darin und den Rest geht dann hier durch. Und die ist mal gut angezogen. Ja. Wow. So, drin ist er. Haben wir hier... Dann haben wir ja das ganze Stück hier eigentlich nur eine vordere Bremse. Wisst ja nicht, ach so, wenn man hier vom Gas gibt, dann geht man davon aus, dann dürfte er auch irgendwie abbremsen. So, dann haben wir ja hier, achso, wir machen mal jetzt hier dieses Kennzeichen hier hinten ran. Ich glaube, ich muss das Ding jetzt hier dazu auf den Kopf stellen. Und wenn ihr das jetzt sieht, das kommt ja hier irgendwie, die Kamera noch mit drauf. So, so ist sie ja mit drauf. Das muss ja hier irgendwie, ja, sag ich ja, also die Schrauben irgendwie von unten. Na, dazu drehe ich jetzt das Ding um. Ja, hier sind doch 2 vorgegeben. Mal sehen, kann ich das mal so an der Kamera drin halten. Da sind ja so die beiden Schrauben vorgesehen. Also das heißt, das muss man jetzt irgendwie ein bisschen auf den Kopf drehen, wenn man so ein bisschen die Möglichkeit hat. Dazu mache ich jetzt mal kurz die Kamera aus und bringe das schöne Schildchen an und dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann halte ich es hier nochmal ein bisschen in der Kamera. Ja, also wer hier Wurstpfoten hat, oh, ups, so wie Ecke, der hat damit ziemlich Arschkart, weil die beiden Schrauben, da könnt ihr sie ja sehen, und dann das kleine Bild hier, wie soll ich denn damit drehen? Also Hat mir jetzt eigentlich ja nicht weitergeholfen. Das ist für mich eigentlich nö. Aber andere mit filigranen Fingern, die schaffen das wahrscheinlich besser. Ich habe es nicht geschafft, aber gut. Hätte wahrscheinlich irgendwann doch geschafft, aber das war mir jetzt zu blöd, hier eine halbe Stunde an so einer Kennzeichenhalterung hier rumzufingern. Dann stelle ich jetzt nochmal die Kamera ein bisschen um. Na, das machen wir jetzt mal, jetzt haben wir ja alle dran. So, jetzt haben wir ja hier alles hier ein bisschen so zusammengebaut. Jetzt können wir uns das hier mal so ein bisschen näher anschauen. Also wie gesagt, hier hinten haben wir keine Scheibenbremse, die haben wir nur vorne. So sieht es hier schon mal von hinten aus. Jetzt sieht das mit dem Kennzeichen auch gleich ein bisschen besser aus. Das ist ja hier, wie nennt man das mit dem ja, Schwarz-Grün heißt das, glaube ich, nur. Diesmal hat man nicht so einen Exotennamen. Da haben wir hier ganz normal... Da sieht man ja die Scheibenbremse, noch Reflektoren an der Seite, hier Switch, steht auch noch mit drauf, SoFlow. Okay, jetzt hier noch mal den Fuß abdrücken, klar. Wie sieht es von der anderen Seite aus? Dann haben wir den und so, falls man den überhaupt noch hier sehen kann. Also wunderbar. Da würde ich jetzt mal sagen, wir schalten das gute Stück hier mal ein. So, also müssen wir das hier, kann man das hier irgendwie runternehmen. Ach Leute, so sieht es ja bestimmt, schalt mal ein. Ja, das muss man auch runternehmen können. So sieht es ja irgendwie ein bisschen hässlich aus. Na gut, okay, wir lassen das erstmal drauf. Please remove before us. Also ich soll das runterziehen, bevor ich es benutze. Okay, das muss ich also jetzt erstmal machen. Brauche ich bestimmt wieder 2 Hände. Das machen wir mal. So, kann man das ja nochmal sehen. Das hier für einen Aufkleber war. So, dann schalten wir das jetzt auf jeden Fall mal ein und schauen uns erstmal das Display an. Hier drückt halten. Saft haben wir auch ein bisschen drauf. Ja, ich würde jetzt erstmal sagen, also man sieht auf jeden Fall schon mal was, wie es am Tage ist. Im Sonnenschein kann ich jetzt nicht sagen. Beim Licht war irgendwie halt gelesen, immer drücken. Geht schon an. So, wo bist du? Da haben wir Licht. Dann drücken wir mal eben mal rauf. Dann geht das Licht aus. Hinten ist auch aus. Dann haben wir wieder an. Vorne auch. Dann setze ich den jetzt mal hier auch noch mal so kurz auf den Karton. Und dann nehmen wir mal Gas, um einfach nur mal zu sehen, was hier von vornherein das Display anzeigt. Das machen wir doch einfach mal. So, jetzt kann man ja auch schön sehen, dass hier... Was wir hier Licht haben, wo war das hier mit den Blinkern? Achso, hier beim Gas geben. Also wir haben nur am, also die Lenkergriffe haben hier nur Blinker. Ich dachte hier unten wäre auch irgendwas. Nee, da ist nichts. Ja, also macht jetzt hier auch nicht gerade, ich weiß ja nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, ich gehe jetzt mal davon aus. Wir sind jetzt hier noch nicht mal unterm freien Himmel, also... Naja, so ganz überzeugen die Blinker mich nicht. Also ich weiß jetzt nicht, von wem die sind. Gehen die auch irgendwann mal wieder aus oder blinken die jetzt hier 4 Stunden? Also hier nicht aus, das ist das, was man bei Leihscootern immer hat. Die blinken immer 4 Stunden lang und machen das nicht mehr aus. Naja, aber zumindest man hat Blinker, ob es jetzt wirklich draußen was bringt. Ich hoffe mal, ich kann mal so einen Fahrtest machen, um das mal zu sehen. Auf dem Display, da zeige ich euch gleich auch nochmal. Da könnt ihr auch sehen, dass da auf jeden Fall ein Blinker an ist. Aber ich will jetzt erstmal sehen, macht der Motor hier überhaupt was? Dann machen wir da einfach mal. Falls ihr das hören könnt, das ist jetzt noch nicht mal laut. Und der zeigt mir an 22 km/h. Haben wir auch Bremslicht. Also wir haben nur Licht. Bremslicht haben wir ja nicht. Okay. Und wenn wir jetzt mal Gas wegnehmen, zieht er gleich wieder runter. Ich zeige euch das mal auf Nahen, damit ihr hier noch ein bisschen was vom Display sehen könnt. Machen wir auch noch. Zeit haben wir. Ja, muss ja hier meine 30 Minuten hier wieder voll kriegen am Video. So, also man kann das ja hier, man kann das noch ein bisschen höher machen. So, man kann da noch ein bisschen mehr vom Display sehen. Dann machen wir noch ein bisschen so. So, sieht schon mal ganz gut aus. Wie gesagt, hier haben wir ja den Daumengas. Viele kennen das ja vom Ninebot. Und gleich hier oben drauf. Kann man ein bisschen schwer sehen, aber zumindest Pfeil runter heißt für links. Also hoffe ich jetzt. Ne, Pfeil runter ist für rechts. Steht bestimmt irgendein Buchstaben oder drauf. Wenn man das sehen könnte, ist natürlich alles wieder, ne, wie immer so schön sagt, schwarz in schwarz. Also, ja, wie gesagt, wenn so richtig Sonne ist, ich weiß das nicht, müssen andere jetzt irgendwie für sich selbst entscheiden. Aber zumindest haben wir hier im Display, da sehen wir dann den Pfeil. Da sehen wir ganz genau, in welche Richtung das geht. Hier oben, dass hier Licht an ist. Können wir nochmal drücken. Hier oben noch das grüne Dauerlicht. Dann geht das Licht aus. Vorne, hinten. Also hier ist es jetzt weg. Und da ist es wieder hier an meiner Hand. Also hier unten kann man das sehen. So, genau so. So, mal kurz drücken. Licht aus. Vorne, hinten. Drücken. Licht an. Da ist er wieder. So, dann haben wir ja auf jeden Fall jetzt hier den ganzen, gut, ich schiebe euch noch mal kurz zurück. So, dann werden wir mal sehen, wie ich das hier so primitiv so ein bisschen hingestellt habe. Das ist der ganze SoFlow, lässt sich wunderbar zusammenklappen, lässt sich auch wunderbar wieder aufklappen. Also da bin ich ja schon mal begeistert. Was gibt es hier noch zu sagen? Erstmal ja nicht viel. Was mich hier auf jeden Fall interessiert, können wir ja aber auch gleich nochmal machen. Ne? Wir sind ja nicht so. Komm, das machen wir jetzt hier auch nochmal. Bin ja hier privat, dann darf ich ja ohne Kennzeichen fahren. Wow. Also dann. Die Vorderbremse. Also wenn ich vom Gas gehe, kann ich ja mal machen, dann rausche ich hier ein bisschen so vorbei. Also irgendwie vermisse ich, ja, also Blech darf man nicht treten, also hier auf, na schauen, auf der Plastik. Aber wenn ich jetzt Gas loslasse, ich rolle einfach hier 100 Meter weiter. Ich habe eigentlich gedacht, der würde da besser abbremsen. Dann kommen wir mal wieder zurück. Das ist jetzt hier auf jeden Fall erstmal mein, hier Blinkerweg auch irgendwie hingekommen, sehe ich schon, oder die ganze Zeit, hier wieder aus. Ja gut, okay, ich muss damit auf jeden Fall, ich hoffe, ich kriege das Ding hier nochmal für eine Außenaufnahme, dass ich da auf jeden Fall nochmal ein bisschen Spaß haben kann. Soweit gibt es erstmal zu das ganze, so mal noch ein bisschen höher, zu das ganze gute Stück erstmal nichts zu sagen. Man kann, also Ding ist hier, wie heißt das immer so schön, ready to run. Man kann auf jeden Fall losfahren. Saft war ja auch noch mit drauf. Ah, jetzt kann ich es auch lesen, hier. Jetzt zeigt er mir hier in den Pfeil nach unten R an und bei dem Pfeil nach oben zeigt er mir ein L an für links und rechts. Hätte man wahrscheinlich, Platz wäre gewesen. Ja, das mit der Bremse, ich weiß nicht, ob man da noch irgendwas einstellen muss, dass wenn ich vom Gas gehe, vielleicht macht das auch diese App. Da gibt es ja, wie gesagt, hier von SoFlow diese App, die ich habe. Komm, hier noch ein bisschen Rennen ins Bild. So, kann man noch ein bisschen sehen. Hier, Werbung, kann ja nicht schaden. Ja, soweit, wer die, also die App hier nicht benutzt, weiß ich nicht, inwiefern das Ding hier noch ein Menü hat. Aber glaube ich eigentlich eher weniger. Das ist ja hier, wie gesagt, hier App gesteuert. Ich muss auch mal schauen. Android, iPhone, weiß ich nicht, gibt es beides, gibt es nur eins, gibt es nur das eine, gibt es nur das andere, dann muss ich hier auch noch mal rausfinden, aber ich hoffe mal, dass ich den noch mal wieder kriege, dass ich da noch mal einen Außentest mitmachen kann, das würde mich jetzt mal interessieren, weil anziehen tut er ja schnell, aber nur mit einer Vorderradbremse haut mich jetzt nicht so wirklich vom Hocker. Aber das ist ja nur ein Kurzstrecken-Scooter, einfach nur auf, ab, hier 3 Kilometer, nächste Dönerbude, hier Onkel Edeka, hier 3 Schrippen und ein Bierchen oder so, ab in den Park. Wunderbar, dafür reicht er ja auf jeden Fall aus. Er ist leicht, ja, 15 Kilo, also komm, kann man so nehmen, wenn er zusammengeklappt ist, wunderbar. Dann sage ich jetzt erstmal auf jeden Fall, wie gesagt, recht herzlichen Dank, dass ich das hier auspacken durfte oder musste. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, würde mich freuen, oder abonniert mich, dann seid ihr ja immer auf dem Laufenden mit allem, was ich so mache. Wie gesagt, vielleicht kommt noch mal ein zweiter Teil. Bis dann, tschüss.